Moskau. Sehr schönes Bad. Doppelbett und Schlafsofa. Und natürlich ein super Ausblick. Das ist Asko. Hallo. Die erste Wanderung.
So, wir gehen jetzt hoch zum Amorella. Der ist quasi neben Monte Cinto. Steht da der zweitbeste Aussicht auf der Insel. Aber der Monte Cinto ist noch zu verschneit. Am 1. April gefühlt. Meter nur hoch zu. Hinter uns der Monte Cinto. Und vor uns der Amorella. Ja. Langsam anspruchsvoller. Wind. So, und jetzt wird es wahrscheinlich extrem. In der Hoffnung, wir müssen nicht durch den Schnee. Ui, ja, das wird fertig, aber eins muss ich dir sagen, es ist ein Weg. Ja. Es ist ein Weg, immerhin. Immerhin ein Weg. Zeigt die Uhr aus 500 Meter an. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es ja nur berghoch geht. Und dort müssen wir jetzt hoch. Aber es geht.
zu. Nachdem wir nur durch den Bach und geklettert sind, sind wir jetzt hier angekommen. Ja, und die Jahreszeit wird hier halt auch noch kein gesunder Hoch mehr. Es wird auf jeden Fall spannend runter zu. Dort unten ist das Auto. Und dort geht's weiter. Oh Gott. Das ist nicht normal. Geht's oder nach rechts? Ja, es geht dann wieder links weg. Links weg, rechts weg. Bevor es uns hier noch kriegt. Also der Baum stand auf dem Weg hoch zu noch und hat geknistert. Also ja, es ist schon sehr stürmisch auch. Aber wir sind bald unten. So. Irgendwo ist es schade, aber irgendwo war es eine absolut richtige Entscheidung. Ja, der letzte. Guck dir mal an, wie viel Schnee da oben drüber liegt. Wir wären ja nie auf den Gipfel gekommen. Guck mal die Wolken an. Ja. Alles richtig gemacht. Wird dort gleich anfangen mit regnen. Und dort oben schneit es dann. Schönen Dank. Ja. So. Da haben wir es zum Glück geschafft. Da war das der letzte noch tatsächlich ein Esel, weil ich hab schon gedacht, ja. Das klingt doch wie ein Esel, was so, weißt du, so komisch gebleckt hat. Asko. Das ist doch eigentlich auslöckig, ganz ruhig. Sieht ja auch krass aus hier. Wieso?
Kuhleute mit uns. Laufen an der Hauptstraße. Gestern zum Skihotel in Asko hin. Wir sind jetzt 5 Kilometer von Asko, das hat gelaufen, Richtung Hotel. Mal gucken, wann dann der Abschlag kommt. Ja, es geht natürlich erstmal ganz schön bergauf. Und Tag 3, das geht los.
Stunden sind wir jetzt an der Brücke angekommen. Jetzt geht's um alles. Die Sonne guckt sogar mal kurz durch, habe ich. Oh, die ist wahrscheinlich auch geflossen. Fluss entlang am gesperrten Weg. Gewöhnt mich. Das war ein schöner Aussichtspunkt. 9,1 Kilometer. Jetzt geht's zurück. Ich habe noch ein Bier getrunken. Ja, aber machen wir uns doch schon auf den Rückweg. Falls das Wetter sich noch zuzieht, dann sind ja immerhin fast noch 9 Kilometer auch wieder zurück. Gesamt. Ein schönes Wetter.
kühl sind, geht's zurück. In der Sonne. Aber jetzt können wir das schaffen. 5:45 abends. Da haben wir noch keinen getroffen. Die macht ja runter. Sieht eh gefährlich aus am Hang. Pass auf, dass du die runterfällst. Tschüss.
so eine Kuh vorne weg. Jetzt im Ernst. Die Hände können wir nicht fest schon mal sehen. Der Flur in der Stube, wunderschönes Bad, Zimmer 1, Zimmer 2, und der wunderschöne Balkon. Einwandfrei.
gefühlt sind wir die Ähnlichen in Marina de Porto, dem Weg zum Sonnenuntergang. Gefühlt 20 Grad, sehr warm. Super, aufpassen mit dem Wasser. Ja, man weiß, was hier immer angelegt hat.
400 Meter Korb und wäre es 1260. Mal gucken, ob wir es schaffen. Und das ist der Startpunkt am Fußballplatz. Herrliches Wetter. Sonne scheint. Wir haben vergessen, uns einzucremen. Aber es wird schon gehen. Jetzt sind wir 3 Kilometer, ne? Ich bin jetzt mal schön da zurück. Noch 4 Kilometern aus dem Wald raus. So geht es jetzt hier erstmal hoch. Meter. Und hier geht's weiter. Kilometer haben wir, ca. 6 bis oben. Und jetzt geht es nur noch berghoch. Aber es lohnt sich. So, auf 1016 Metern. Schönes Plateau. Und hier geht es noch. Thank you.
von Porto. Und der Aufstieg von Caputotto. Dort ist der Caputotto. Geht's noch mal 100 Meter hoch. Die Aussicht wird sehr gut sein. Oui, il y a l'avant-saison. Si Jojo est bien, je pense qu'on ira. Elle aussi, elle veut jamais venir. Il faut qu'elle déteste la cour. C'est vrai, tu penses? Elle est trop mal à l'aise ici. Elle sent pas, ouais, elle sent pas. Non. Bizarre. Pourtant, pour une femme qui a voyagé. Oui, c'est ça le problème. Mais tu crois ou tu vous en avez parlé? Je suis quasi sûr. Ben non, je sais qu'elle est pas très à l'aise, mais. C'est quoi qui la dérange ici?
Kein Mensch außer uns mehr unterwegs. In alle Hotels dunkel. Genau so schön. Keine Ruhe haben wir.